Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NovoTV. Zum Start ins neue Sommersemester 2015 melden wir uns zurück mit neuen Beiträgen. In den letzten Monaten mussten wir immer wieder feststellen, dass Leute auf die Straße gegangen sind und sich zusammengeschlossen haben unter so komischen Akronymen wie Pegida, Legida, Kagida, Högida, Sügida die gegen die sogenannte Islamisierung des Abendlandes demonstrieren wollten. Die Gegendemonstration war bis jetzt aber immer größer und auch in Bremerhaven gab es eine Kundgebung, die sich für Toleranz ausgesprochen hat. Diese Kundgebung vom Bündnis für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit haben wir von NovoTV mal begleitet und uns umgehört, was es da zu sagen gab. Auch wir von NovoTV haben uns heute an der großen Kirche zur Kundgebung gegen Rassismus eingefunden. Viele Menschen haben sich vor einer Bühne versammelt mit verschiedenen Plakaten oder kleinen Fähnchen mit kleinen Länderflaggen drauf. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir Christen leben hier eine fröhliche Ökumene. Wir treffen uns in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Wir kennen unsere Unterschiede. Wir sind die Jusos aus dem Landkreis Cuxhaven. Und wir sind hier, weil wir halt das Motto der ganzen Geschichte hier unterstützen, dass wir halt für Demokratie und für Toleranz sind. Und das Ganze ist ja eher ursprünglich entstanden wegen dieser angemeldeten Pegida-Demo. Und das sind wir dann natürlich komplett dagegen. Wir sind ja für eine tolerante Welt, für eine weltoffene Stadt Bremerhaven. Und dafür sind wir hier, das zu zeigen und zu unterstützen. Hallo, ich bin Maurice, ich bin Umweltstadtrat von Bremerhaven und ich bin heute hier, um auch ein Zeichen zu setzen für Toleranz und für ein vielfältiges Bremerhaven. Also wir brauchen hier keinen Pegida und wollen eben was tun, auch für die vielen Migranten, die hier sind, die hier gut arbeiten, die hier in der Gesellschaft angekommen sind. Wir wollen einfach zeigen, dass wir eine bunte Gesellschaft sind und deswegen bin ich hier, wie die anderen auch. Und in der Zeit, als es hier keine gottesdienstlichen, angemessenen, festlichen Räume gab, ja, diese Familie, die kommt aus Serbien, die sind jetzt seit 2 Monaten hier und die sind von Nationalsozialisten bedroht worden, weil das Zigeuner sind, das ist eine ethnische Minderheit und weil die gut gelebt haben und Geld hatten, hatten die halt aus Neid ihr Haus kaputt gemacht, ihren Hund getötet und ihre Fenster zerschlagen und ihr Haus ist jetzt auch ganz zerstört und jetzt leben die hier in Bremerhaven und möchten auch nicht zurück, weil die Angst haben und haben auch nichts, wohin die zurückkehren könnten. I want to say only I want to live in the freedom and to have freedom for the my children and for the all people in the world. Never mind, I am black, he is white, he is red, but the same blood go in the our body and I want to live in the freedom. Ja, hallo, mein Name ist Gerd Feldmeier. Ich bin Konrektor der Hochschule Bremerhaven, zuständig für die Internationalisierung. Und es ist mir eine Freude, erstmal kundzutun, dass wir als Hochschule hier präsent sind, nicht nur mit einem Transparent, sondern mit vielen Studierenden und Kollegen, die sich hier bekennen zur Offenheit der Stadt, zur Offenheit auch der Gesellschaft. Und wir lieben an unserer Hochschule natürlich besonders hier eine Vielfalt mit einer Offenheit. Wir haben 300 ausländische Studierende aus 66 Nationen. Es sind alle Religionen, es sind alle Ethnien vertreten und wir schaffen es hier gemeinsame Ziele zu beschreiten und uns hier nach außen hier als einheitliche Hochschule zu bekennen und sind sehr stolz darauf. Ja, und als wir das gesehen haben, wollten wir auch mal bei uns an der Hochschule schauen, wie es ist, wenn man hier studiert und aus verschiedenen kulturellen Kreisen kommt. Deshalb haben wir mit 2 Studentinnen der Hochschule Bremerhaven gefragt, die entweder durch ihre Familie oder durch ihr Heimatland 2 unterschiedliche kulturelle Hintergründe besitzen. Die beiden erzählen uns gleich mal etwas über ihre Erfahrungen. Ja, hallo, ich bin Krishna Mehta. Ich komme aus Indien. Ich studiere in Hochschule Bremerhaven. Mein Master-Degree-Kurs ist Embedded Systems Design. It's related to Electronics, Electrical Engineering and Programming. Yeah, I'm here since 1 year and 8 months. Ich heiße Skal Omar Atta, bin 22 Jahre alt, studiere hier an der Hochschule Bremerhaven digitale Medienproduktion. Im ersten Semester. Also meine Eltern sind aus Ghana, haben sich allerdings erst hier in Deutschland kennengelernt. Ich bin aber ursprünglich aus München hergekommen
sozusagen? Actually for my course embedded systems design, I felt that Germany was the best place to come because Germany is known for its systems engineering, for control systems, for embedded systems. Es gibt jetzt nicht an sich irgendwie ausschließlich ghanesische Feste, sondern man könnte eher sagen, was die Tradition bei bestimmten Anlässen ist. Also zum Beispiel die Osterfeste sind ganz anders als hier in Deutschland. Also in Ghana, hat mir meine Mutter erzählt, ist es wirklich so, dass die Leute auf die Straße gehen, so eine Art Buffet aufbauen, eben für alle dann im Dorf oder in einem Stadtteil sozusagen, mit Essen, mit Trinken, mit allem drum und dran. Und jeder in jedem Alter kann dann vorbeikommen und dann setzen sich alle zusammen und dann gibt es eben Musik und dann wird gefeiert und dann wird gesungen. Like we have our main festival is called Diwali, which is a festival of lights. That has a long story, historical story, mythological story behind it. It means that we used to firecrackers during that day. In India, we have a diversified culture. We have every religion in our country. So we used to celebrate all festivals. Also mit Pegida und das alles, ja, was soll man dazu sagen? Ich kann eigentlich nur den Kopf schütteln, weil ich mir denke, okay, einerseits sagt ihr, ihr seid nicht rassistisch und andererseits sagt ihr aber alles Muslimische raus. Wie soll das funktionieren? Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Teil des Ganzen und wir müssen alle uns miteinander arrangieren können. Und man kann jetzt auch nicht auf die Straße gehen und sagen, alle Muslime sind schlecht, denn das stimmt eben nicht. Also ich kenne genug Leute, die auch muslimisch sind und eben überhaupt nicht so eingestellt sind. I believe that it's their own thinking, maybe because they are feeling that it's their own country and maybe they are feeling that they are not getting their own rights. And all other people are getting those rights. So it's their own belief, so I don't want to judge them, but it's their mentality. Yeah. Ja, Wasser. Für uns völlig alltäglich. Jeden Tag verbrauchen wir über 100 Liter von dieser klaren Flüssigkeit. Aber Wasser ist nicht nur zum Trinken da. Denn mit Wasser kann man noch einige Experimente machen. Und was man mit Wasser noch alles machen kann, das erforschen die Schüler und Schülerinnen der Wasserakademie. Upp. Wir von NOMI-TV waren mal da und haben uns angeschaut, was man mit Wasser alles machen kann. Und die Ergebnisse, die seht ihr jetzt. Wir sind hier vor der Volkshochschule in Bremerhaven, denn hier findet heute die Abschlusspräsentation der Wasserakademie 2015 statt. Vier verschiedene Klassen präsentieren ihre Ergebnisse, die sie im Laufe der Woche gewonnen haben. Und wir schauen mal rein. Die Wasserakademie 2015 ist ein Angebot für Schüler und Schülerinnen der Oberstufe, 10. 11. Jahrgang. Und zwar bieten verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen in Bremerhaven Projekte an zum Thema Wasser. Und dann können die Schüler praktisch im außerschulischen Lernort forschen, sich ausprobieren und das Wasser in der Vielfältigkeit kennenlernen. Herzlich willkommen zur Wasserakademie 2015. Wir sind mittendrin. Mein Name ist Jens Schnieders. Ich werde heute ein bisschen Ich verlange nicht, oder alle verlangen nicht, dass ihr gleich alle hundertprozentig Öko seid. Das will keiner. Es kann auch ganz, ganz klein anfangen. Wenn man zum Beispiel, wenn das Handy ausgeladen ist und den Ladestecker, dann wird das nicht. Das kann zum Beispiel schon groß sein. Wer hat nicht alles ein Handy von euch?
Wie hat euch die Wasserakademie gefallen? Habt ihr viel mitgenommen aus der Veranstaltung? Also die Wasserakademie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen, vor allem viele Projekte und kleine Experimente, die man auch wunderbar mit Kindergartenkindern durchführen kann. Wie fandest du die Abschlusspräsentation jetzt hier? Informativ? Hast du viel gelernt, viel mitgenommen? Also informativ war sie. Ich habe auch sehr viel mitgenommen, war auch überrascht, vor allem mit dem virtuellen Wasser. Und ich werde mir es auch zu Herzen nehmen. Also total. Auch heute diese Veranstaltung hat mich total stolz gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass die Schüler das ernst genommen haben und sich richtig reingehängt haben und tolle Projektideen und auch Präsentationsideen hatten. Und die haben das also gelebt, denke ich. Das konnte man bei der Präsentation ganz toll feststellen. Das ist eine Postkarte von Ulrike. Ich kann auch was an meine Mutter mal schreiben, mal wieder. Ich weiß noch nicht was. Die Lampe ist hier eigentlich neu? Die Lampe, also um ganz ehrlich zu sein, Stella, die stand hier auf einmal rum. Ich habe keine Ahnung, wer die hierher gebracht hat. Komisch, manche Dinge passieren hier einfach und man weiß nie so richtig, wer dafür zuständig ist. Hinter den Kulissen arbeiten dauernd irgendwelche Leute, zum Beispiel auch hier bei uns im Studio, sitzen irgendwie hinter den Kulissen die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Sendung aufgezeichnet wird. Und das sind nämlich die ganzen Nasen hier hinter den Kameras und noch viele weitere, die jetzt hier nicht sind. Aber hinter den Kulissen passiert einiges. Und das ist passiert in ganz, ganz vielen Stellen dieser Hochschule. Und um dabei für ein bisschen mehr Klarheit zu sorgen, startet ab heute unsere neue Serie Wer macht eigentlich... Ich bin Alena, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere BWL. Ich arbeite hier in der Stabsstelle Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Zweimal die Woche versuche ich das. Also jetzt, wenn Prüfungsphase ist oder Ferien, versuche ich öfter herzukommen. Aber ich bin eigentlich so flexibel. Das ist ich bin halt immer so für jeden halt so nochmal so da und kann denen mal so unter die Arme greifen, wenn die Hilfe brauchen und das einfach zu viel wird. Und dann teilt man sich das so auf. Gerade so für die Erstsemesterveranstaltung muss man dann halt auch viel rumtelefonieren und auch gucken, dass man Sponsoren findet. Und weil man kriegt ja auch mal diese schöne Tasche und da sind ja ganz viele Sachen drin. Und da muss ich dann rumtelefonieren und frage dann, haben Sie nicht Lust, auch irgendwas dazu beizutragen? Und man telefoniert dann halt viel und hat dann auch Kontakt zu anderen Leuten und so. Das ist halt immer was Neues. Ja, das ist jetzt das Lager. Also hier lagern wir so Giveaways, wie USB-Sticks oder Visitenkarten, Etuis, Zollstöcke. Also es ist relativ klein hier und dann haben wir das hier, so Namensschilder, Taschen, Kugelschreiber, Laserpointer, so alles Mögliche. Und dann, ja. Also es ist relativ klein und hier sind alle Sachen, die wir so brauchen. Ich lerne hier auch viel, auch so Papierkram, was ich vorher noch nicht konnte, oder auch telefonieren. Ich konnte vorher noch nicht telefonieren. Also dann war ich auch total nervös. Und also man lernt schon auch ein Selbstbewusstsein und andere Sachen, so dieses Plan organisieren und auch zeitlich zu planen. Und das ist schon sehr hilfreich. Ich war letztens beim Google-Workshop und das war echt gut. Du warst bei einem Workshop von Google? Was hast du denn da gemacht? Also ich habe gedacht, Google benutzt man immer nur, wenn man wissen will, wie lange Salzkartoffeln kochen müssen oder so. Du weißt schon, dass ich Google hier von Hochschule meine. Das Google-Forum. Gut und gerne lernen und lehren. Ja klar. Bei der letzten Google-Forum-Veranstaltung, die immer stattfindet, damit Professoren und Dozenten zusammenkommen und sich auszutauschen, da gab es als besonderes Highlight einen Auftritt von der Impro-Gruppe Instant Impro und wir von NOMI TV waren dabei. Klassischen Vorträge über Lernen und Lehren, über Hochschuldidaktik, dies und jenes, haben wir in den vergangenen Jahren alles gehabt. Jetzt nach 5 Jahren haben wir gesagt, wir laden mal Instant Impro an, um einfach eine ganz neue Vorstellung und Vision nochmal mit reinzubringen.
mein Ding. Und Sie halten denn für gute Leistung, halten Sie solch eine Punkt ab? Ja, das ist so eine Art Zeremonie, die ich da abhalte, so ein Ablauf, ein Vorgehen, erstmal lade ich das Gewehr, weil es sind ja auch manchmal welche dabei, die nicht so angenehm sind. Sie haben ja... Was gutes Lehren ist, ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Wir haben uns da lange Gedanken gemacht zu, insbesondere weil wir eben selber auch nicht ganz genau wussten, wie man das kurz und knapp und gut beschreiben kann. Und dafür haben wir eben eine Arbeitsgruppe mit Studierenden, technischen Verwaltungsmitarbeitern, Lehrenden eingerichtet, die sich da eine lange Zeit lang, 9 bis 12 Monate lang auseinandergesetzt hat und eben geguckt hat, wie kriegt man das formuliert. Der Zweck von Lehren ist das zielgerichtete Fördern von Lernen. Das ist uns ein ganz wichtiger Part. Dann Lernen ist eine Aktivität. Das ist etwas, was die Studierenden, glaube ich, auch schon mitbekommen haben. Aber sie machen es auch nicht ganz alleine, sondern Lernen und Lehren sollen natürlich auch interaktiv erfolgen. Und das Besondere an diesen Leitsätzen ist eben, dass sie leben sollen, dass jeder in der Hochschule damit arbeitet und sich seine eigenen Vorstellungen entwickelt. 5, 4, 3, 2, 1, Tuk, tuk, tuk. Ja. Das Reizvolle daran ist, dass es immer wieder anders ist und wir das jetzt seit 20 Jahren machen und trotzdem kein einziger Abend, keine einzige Show der anderen gleicht. Und wir überraschen uns immer wieder selber, wir haben Heidenspaß daran, wir legen uns selber rein und das ist einfach großartig. Und reizvoll ist natürlich auch, dass es eine Theaterform ist, bei der die Grenze zwischen Zuschauer und Bühne ganz schnell aufgehoben wird irgendwann. Also je länger der Abend dauert und eigentlich ist es ein gemeinsames Erlebnis, weil wir wären ja ohne Publikum, wären wir gar nichts. Ohne Vorschlag könnten wir nichts machen. Meine extra Stunden machen muss und das müssten Sie dann vielleicht noch meinen Eltern kurz erklären. Ach so, ja nee. Gut, wenn ich da keine Einverständniserklärung mache, dann was haben Sie denn zu lösen? Das Schwierigste ist eigentlich, wenn man anfängt zu denken. Weil beim Impro-Theater ist es ganz wichtig, dass man nicht denkt, sondern dass man einfach das macht, was einem als nächstes in den Kopf kommt. Und da wir ja, je älter wir werden, auch immer mehr dazu erzogen werden, erstmal nachzudenken, bevor wir was sagen, dass man manche Dinge nicht sagen darf. Also wir selektieren ja immer, bevor wir sprechen, bevor wir etwas tun. Und das muss man auf der Bühne ausschalten. Man muss das tun, was als nächstes in den Kopf kommt. Das heißt... Hine Fole Gede Basa, Enimusche Sedeba, auf eine Schnitzeljagd durch unsere schöne Stadt. Und Sie werden Ahorne Gode Kedeba, Enimusche Sedeba, und hier eine Information finden und dort eine Ede Gode Kedeba, Enimusche Sedeba da, Enimusche Sedeba wieder. Cool. Mach deinen Partner glücklich, dann bist du gut. Das ist die goldene Regel. Also von daher, du guckst nur auf deinen Partner und dann bist du selber dran und reagierst eigentlich nur auf deinen Partner. Es ist halt ein hohes Maß an Teamarbeit. Jeder kümmert sich um jeden und als letztes um sich selbst. Und wenn das jeder macht, geht's allen gut. Super. Also wir waren begeistert von dem Theater und würden uns das wohl auch nochmal angucken, wenn das irgendwo mal wieder ist. Ja, der Abend war ja sehr schön. Das war ja heute ein besonderes Highlight. Ja. Improvisieren ist jetzt nicht so mein Fall, aber die Leute machen das sehr gut. War sehr unterhaltsam. Am besten fand ich das mit den Armen, als die Frau erraten musste, was vorher abgesprochen war. Das fand ich richtig gut. Das war sehr gut gemacht. Ich finde es fantastisch, mit welcher Reaktionsgeschwindigkeit und Schnelligkeit sie auf die Zuwürfe aus dem Publikum eingehen. Und ich fand es heute besonders schön, dass sie das wirklich also auch auf Lehre und auf unser Hauptthema zurechtgeschnitten hatten. War richtig toll. Slettler Bolzen? Nee, die Haare lasse ich so. Dankeschön! Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns dann im April wieder und bis dahin viel Ciao. Spaß. Tschüss. Ja, es ist unglaublich warm hier. Ich möchte gerne nach Hause jetzt. Es ist Sommer, ist doch geil. Gut, hier im Studio ist Studieren leicht gemacht. Heute die Stura-Wahlen. Das ist Julia.
Julia ist sehr aufgeregt, denn heute finden die Wahlen für den Studentenrat statt. Als Wahlhelferin hat sie nicht an Papier und Druckertinte gespart. Denn heute soll jeder Student der Hochschule Bremerhaven seine Stimme abgeben können. Und da kommen schon die ersten interessierten Wähler. Nach langer Pro- und Kontra-Analyse haben sie sich für ihren Interessenvertreter entschieden. Auch spontane Wähler zeigen sich interessiert. Nach einem anstrengenden Tag voller Stress und Rangelei neigt es sich langsam dem Ende zu. Nun muss sie nur noch die Stimmen zählen und siehe da, der neue Studentenrat wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Lang lebe die Demokratie!